Auf diesen Tag hat Stine Fiege lange hingefiebert. Für die Nachwuchsschiedsrichterin aus Nordhessen geht es heute um viel. Hessen spielt gegen das Saarland, ein Vergleich der U14-Mädchen. Wie Stine die Partie leitet, wird vom Hessischen Landesfußballverband genau beobachtet. Die 17-Jährige hat große Ziele. Auf jeden Fall würde ich mal mit Assistenten pfeifen, das wäre so, also dass ich die Schiedsrichterin und mal mein Gespann mitnehmen kann. Das wäre so ein Traum, sage ich mal. Aber ich habe da eigentlich ein ganz realistisches Ziel. Erstmal, sage ich mal, in die Gruppenliga, Verbandsliga, sage ich mal. Und dann mal sehen, wie es dann im Frauenbereich weitergeht. Vor dem Spiel muss Dine noch zum Schiri-TÜV für die neue Saison. 5,93. Leistungstest in Grünberg, der Kaderschmiede des hessischen Spitzensports. Einmal im Jahr müssen alle hier zeigen, dass sie fachlich und körperlich fit sind. Wie so oft hat Stine ihre Freizeit geopfert und sich von ihren Eltern mehr als 100 Kilometer fahren lassen. Doch der Aufwand der ganzen Familie zahlt sich aus. Die Schiedsrichterei hat sie stärker gemacht. Ich war vorher auf jeden Fall nicht so offen zu anderen Personen, also fremden Personen, und ich war eher die Schüchterne. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall viel offener zu Personen geworden und dein Selbstbewusstsein steigt auch einfach. Du trittst ganz anders auf den Platz. Dass sie sich auf dem Platz auch gegen Respektlosigkeiten von Fans, Spielern oder Trainern zur Wehr setzen muss, hat die Nachwuchsschiedsrichterin früh gelernt. Zurück an den Herd, so ein Spruch sei noch harmlos. Du hast immer diese Anfeindungen, also dann hört man, ja, hier, du hast doof gepfiffen oder keine Ahnung. Also solange es keine Beleidigungen an sich sind, mit Schimpfwörtern, das finde ich, ist alles noch im Rahmen, weil Emotionen gehören dazu. Für mehr Wertschätzung und vor allem mehr Nachwuchs bei den Amateuren hat der DFB das Jahr der Schiris ausgerufen. Es sei höchste Zeit, den Fokus mehr auf dieses Amt zu legen, fordern sie auch hier beim Hessischen Fußballverband. Es muss meines Erachtens eine andere Wahrnehmung her. Ja? Wir sind auch Sportler, wir fahren da nicht am Wochenende raus, um irgendjemand einen Spaß zu verderben oder Spielverderber zu sein, sondern das ist unser Hobby. Wir haben da mega Bock drauf, wir finden es mega geil. Wir wollen Dienstleister für dieses Spiel sein, wir wollen Spiel leiten. Und da fände ich es einfach nur fair und gerecht, wenn man dann die Spielleiterinnen und Spielleiter auch mal zu Wort kommen lässt und eben auch mal die Meinung und deren Sichtweise, wir reden von Wahrnehmung und Perspektive, dass die auch mal artikuliert werden darf. Nicht nur in der Praxis muss Dina an diesem Wochenende überzeugen, sondern auch in der Theorie. Beim Wissenstest schafft sie locker die Hessen-Norm, schrammt aber knapp an den schärferen DFB-Vorgaben vorbei. Aus Fehlern lernt man, sage ich ja immer so gut. Und also das macht mich ja noch ehrgeiziger, das nächste Mal zu schaffen. Zurück zum U14-Spiel Hessen-Saarland. Für Stine geht es darum, sich zu zeigen und beim Landesverband für höhere Aufgaben zu empfehlen. Dass du gepfiffen hast, das fand ich auf jeden Fall korrekt. Da links außen, das hat gestimmt. Bundesliga, das wäre was für die Abiturientin, aber bodenständig bleiben, also noch Schule weitermachen, arbeiten, festen Job haben. Und dann kann man die anderen Ziele in der Schiedsrichterei noch weiter träumen. Stine Fiege aus Nordhessen, eine Schiedsrichterin aus Überzeugung, die noch viel erreichen will.